Willkommen zurück in This Land is My Land mit den Tomberries und der Frage, lebt denn unser Pferd noch? Dieses Pferd ist mein Pferd. Ist es ein totes Pferd? Hoffentlich lebt es noch. Hier sieht mich schon fast jemand. Wir wollten eigentlich dieses Lager infiltrieren. Haben uns verquatscht und sind zu weit reingeritten. Genau. Dann hat man das Pferd beschossen, diese Schweine. Die Profis. Und jetzt? Nein. Es lebt noch. Lauf, heim. Ich glaube, jetzt ist unsere Beziehung zum Pferd gestiegen, weil wir es geheilt haben. Ich hoffe doch. Ich glaube schon, ein Stück. So, und jetzt gibt's Rache für diese fiesen Tierquäler. An diesen fiesen Tierquälern. Da hinten. Da sehe ich einen. War das nur eine Person? Einer. Aber das sind bestimmt noch mehr. Kommen beide, verdammt. Das ist natürlich doof. Ja. So, Junge. At my stand. I know where's what you're looking for. Den nächsten können wir ja da mal verhören. Ach, du musst mich daran erinnern. Achtung, du bist beschossen. Da lass mich dich daran erinnern. Oh, das war sogar ein Anführer. Verdammt. Bogen? Nein. Ich schleiche einmal drum rum und schnappe ihn mir. Der hat auch schon ein bisschen Feuerwasser getrunken. Noch haben wir ihn ja nicht getötet. Ich glaube, der andere, ja, stimmt. Kann ja gut sein, dass er gleich wieder aufsteht, ne? So, wir müssen unseren Bogen auswählen. Mit dem Medium Arrow. Ich muss ganz dringend lernen, wie ich besser schießen kann. Ja, den haben wir jetzt gekillt. Dafür gab es ein bisschen Reputationseinbußen. Aber das ist uns egal, denn wir wollen ja auch Angst verbreiten. Angst, das wissen wir ja seit The Art of War, man besiegt den Gegner nur im Kopf des Gegners. So, Junge. Wir nennt man schön interrogaten. Können nächstes Mal müssen wir dran denken. Ja, schön. Habe ich ihn gelootet? Ja, ich glaube schon. Meine Güte. Jetzt bin ich vergesslich heute. Unkonzentriert. Boah. Den haben wir ganz schön zugerichtet hier an den Jungen. Ja, schon wieder ein Brief. Ted Forever, dear Sir, I'm writing you on behalf of Bartminster's leader.
Our rapid expansion efforts have increased our demand for wood. We have recently sent a group to gather wood out into your local region. We are concerned by reports of Indian attacks in your area. We ask that you send a small squad of soldiers to guard our resource gatherers. Respectfully yours, Roger William Stickler. Also, der gute Roger William berichtet dem Sir Ted Forever, dass sie mehr Holz brauchen für ihre anstehende Expansion in dieser Region und dass sie anscheinend immer wieder bei dieser Suche nach Holz von Indianern attackiert werden. Zu Recht. Und deswegen eine kleine Gruppe Soldaten fordern, die diese Holzsammler beschützen kann. Die sollen da Holz sammeln, wo sie herkommen. Mhm. Und nicht hier in unserem Land. Ja gut, mehr gab es hier auch nicht zu... Oh, ach, das ist ja der. Okay. Ja? Es gibt ziemlich viel Loot, muss man echt sagen. Es gibt schon auf jeden Fall immer was zu holen. Ne? Gut. Ein weiteres Lager gecleared. Horsey. Wir machen uns ein Bär. Auf. Zu diesem Lager, würde ich sagen. Müssen wir durchs Bärenland. Oder zu diesem Lager und schauen mal, was in der Region hier so geht. Weil ich finde es schon wichtig, dass wir mal hier so ein bisschen das Zwischenland erobern. Dieses Zwischenland ist unser Zwischenland. Genau. Würde ich auch sagen. Gut, auf geht's. Da reitet er wieder gegen die Bäume. Dem Pferd scheint es wieder gut zu gehen. Etwas besser zumindest, ja. Aber wir konnten es jetzt heilen, ohne dass wir Haybait haben. Ja. Ich konnte auch nichts finden. Ich wollte mal ein bisschen recherchieren. Wie kriegt man das denn her? Was ist das denn überhaupt? Wahrscheinlich ist es total banal und wir übersehen es die ganze Zeit. Irgendwie sowas muss es doch sein. Ja, aber wir auch nicht. Also ich sag mal, wir haben uns jetzt noch nicht so arg mit der Flora beschäftigt. Lass jetzt mal sagen, okay. Wir sammeln schon viel. Ja, wir reiten viel. Und dann kommt man relativ wenig durch so Gegenden, wo man am Boden entlang sneakt. Vielleicht müssen wir mal durch ein Feld oder sowas laufen. Wenn es sowas gibt. Das können wir durchaus mal tun. Einfach mal eine Kräuterwanderung einstreuen, hin und wieder. Ein bisschen Brennnesseln. So, welches Camp? Das hier kann noch ein bisschen Ressourcen gebrauchen, würde ich sagen, oder? Mhm. Die sind gar nicht so schlecht ausgerüstet. Naja, kriegen sie noch ein bisschen mehr. Meat. Wow. Da kann eine alte Frau viel Wurst draus machen. Wow. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen. So, Horsey. Weiter geht die wilde Fahrt. Wohin machen wir uns auf? Eigentlich sollten wir dieses Lager hier clearen, meiner Meinung nach. Ja. Denkst du nicht? Vielleicht ist da, ich glaube auf dem Weg ist noch ein Lagerfeuer, scheint mir so durch den Dunst. Das haben wir schon. Ah. Angemacht. Aber warum sehen wir dann da nicht? Naja, gut. Ja, weil wir noch, keine Ahnung, keinen Schützpunkt da haben oder so. Ich glaube, man kann Lager gar nicht auf diese Lagerfeuer-Dinger bauen, sondern da gibt es so extra Punkte für. Uiuiui. Der Steinbock. Ach gut. Hui.
Wie bitte? Die haben wir noch nicht dabei. Was? Hier ist ein Camp. Das noch nicht zu uns gehört. Was? Wo war das denn? Teuer. Na, hallo, liebe Freunde. Genossen und Genossinnen. Kommt in unser Empire. Of Pain. The Beautiful Bachelor. Talk to the Baghead. Will your camp join our fight? Ja, sie wollen. Yay. Und damit haben wir ein neues Lager an unserer Seite. Diese vier Leute. Diese, mal schauen, wie viele Leute. Zwei Leute. Zwei von vier und zwei Pferde. Ja gut, aber das ist nicht mehr so Fleisch klein. Da lassen. Genau, das ist gar nicht mehr so klein, das Camp. Ja, cool. Cool. Aber was ich nicht verstehe, jetzt haben wir sozusagen ein neues Lager gegründet, wir haben geguckt, ein neues Lagerfeuer angezündet, jetzt haben wir hier auch einen neuen Stamm dazu und trotzdem sind unsere Gebietsansprüche nicht gewachsen. Ja. Was ist das Kriterium? Das ist eine sehr gute Frage. Dieses Camp stört mich natürlich total da, ne? Ja, das muss weg. Und wir könnten davor zu dem Trading Post hier gehen und ein paar Sachen verkaufen. Mhm. So ein paar allerlei Dinge. Ja. Die müssen wir erstmal identifizieren. Genau. Hier kann mal jemand patrouillieren. Obwohl, warte mal, bevor wir das machen. Das Wichtigste ist natürlich an unserem Namen. Oh ja, richtig. Was hat mir gesagt? Ranzig. Ranziger. Irgendein Wort für kleiner Teich oder sowas? Ja, Tümpel, aber haben wir ja schon. Tümpel hatten wir schon. Ranzige Pfütze. Pfütze? Haben wir schon Pfütze? Ich weiß es nicht. Nee. Ranzige Pfütze. Pfütze. Ist richtig, ne? Ja. Weil du mich so anguckst. Ich dachte gerade, sag mal. Habe ich vergessen, wie man Pfütze schreibt? Es ist aber in der Tat ein Wort, das man nicht allzu oft benutzt. Das stimmt. Außerdem kann man auch mal was vergessen. Pfütze. Letztens habe ich vergessen, wie man Word öffnet. Das war scheiße. Wie man Word öffnet? Ja, das ist ein bisschen genau. Family Guy. Das ist wie das eine Mal, als Peter vergessen hat, wie man sich hinsetzt. So, hier wollte ich noch jemanden zum Patrouillieren schicken. Einen, mehr können sie nicht nehmen, den natürlich ein Pferd mit. Und der macht. Was war denn das davor? Das brennt natürlich erstmal. Ranzige Pfütze und lumpiges Loch. Dazwischen patrouilliert der. Was bringen denn diese Patrouillen eigentlich? Die sorgen für Sicherheit auf den Straßen. Okay. Denke ich mal. So. Da sind wir. Jetzt gucken wir mal, dass wir ein bisschen Kram loswerden. Der hat eine ganz schön große Flinte. What? Was macht der Mann? Bleib cool, Junge. Yes, let's do this. Wie bitte? Wie bitte? Du kannst von hier nicht auf dein Camp Inventory zugreifen. Warum? Das letzte Mal war es das Camp Inventory und jetzt ist es nicht mehr das Camp Inventory. Och, Leute. Vielleicht geht es nur beim Haupthändler. Vielleicht ist es einfach nur so ein Dude. Im Pferd habe ich auch nichts mehr, ne? Glaube ich. Habe ich noch was drin? Nee. Toll! Hat sich richtig gelohnt. Supi! Jiha. Immer was anderes. Naja, gut. Jetzt wissen wir das auch. Jetzt wissen wir das auch. Das nächste Mal die Uhren alle mitnehmen und die Goldbarren. Sicherlich nicht. Das lohnt sich ja überhaupt nicht. Ja, alles hinzuschleppen. Vielleicht mal so Wertgegenstände. Weißt du? Mhm. Weißt du, was wir auch lange nicht mehr gemacht haben? Geraucht? Ah, gelevelt. Geskillt. Ja. Geraucht. Ja, aber dann haben wir das letzte Mal die Friedenspfeife geraucht. Das ist wichtig. Warum? Wir wollten ja gar keine Zeit. Oh. Das könnten wir natürlich machen. Das erhöht die Tragekapazität um 20. Mhm.
Das Fernglas 2, obwohl ich Fernglas 1 schon ziemlich low fand. Reveals more territory around you by 30%. Das ist vielleicht nicht schlecht. Improved stone. Detect enemies. Das ist ganz gut, ne? Grants you ability to reveal enemies and surrounding your new territory. Da sind schon noch ein paar Tippfehler drin. Ja. Hoff ja. Das wäre natürlich cool, wenn es möglich wäre, einfach die Leute zu sehen. Also wenn man die irgendwie markiert bekäme, wenn man sie einmal gesehen hat oder so. Das wäre echt ganz hilfreich. Obwohl ich es so eigentlich auch ziemlich cool finde, ohne es zu wissen. Da muss man sich sehr viel Mühe geben, nicht erwischt zu werden. Das ist auch irgendwie cool. Oh, da haben wir noch mehr. Dann könnten wir nämlich jetzt mal was hier in Chief investieren. Dann könnten die Tribe-Members bessere Sachen finden. Mhm. Ich würde das mit der Jagd machen. Ja, ne? Also verbesserte Jagd, ist das jetzt sozusagen? Genau. Das erlaubt unseren Stammesmitgliedern, seltenere Pilze von Tieren zu sammeln. Finden. Oder seltene Teile von Tieren. Genau. Vielleicht kriegen wir dann auch diese Wildschwein-Dinge, die wir brauchen, um unser Lager weiterzuentwickeln. Das würde ich ja echt gerne mal sehen, wie sich das dann darstellt. So, und das machen wir jetzt auch mal. Das kann ja nicht wahr sein, dass ich permanent hier mit dem Ding verziehe. Die Genauigkeit des Bogens haben wir jetzt verbessert. Richtig. Ja, dann müssen wir unsere Leute bald mal wieder losschicken und diesmal etwas seltenere Pelze sammeln lassen. Und jetzt, können wir endlich expandieren. Hm? Ja, und vor allem die Camps aufwerten. Das würde ich gerne mal sehen, ob sich dann ändert, ob sich dann die Gebäude ändern oder die Abläufe, ob dann mehr Leute kommen können. Und hier sollten wir jetzt ganz dringend, während wir diesen Außenposten hier ausheben, gucken, ob es deinen Anführer hat und den auf jeden Fall ausfragen. Ich werde dich nochmal dran erinnern. Nicht gleich zuzutreten. Du hast recht. Man immer so in einem Wisch. Ja, du bist halt ein aggressiver Spielertyp. Ach. Findest du? Nee, gar nicht. I can be useful. John. I can be useful. Wait, wait, here's my belongings. Please, I have wife and kids, don't kill me. He has nothing to say. Not anymore. Und er hat nichts mitgekriegt, weil er ist leicht besoffen. What? You're probably looking for this. Go check it. I told you what I know. Na ja, gut, das war aber trotzdem ein Leader. Also falsch gemacht haben wir hier nichts. Jetzt bestreuen wir wieder mit Psychodrogen. Da vorne ist ein Fragezeichen. Oh ja. Dann kriegen wir wahrscheinlich noch was Besonderes. Vielleicht ein KitKat. KitKat. Mhm. Möglich. Der John. Der hat auch schon bessere Tage gesehen. Ist immer so abgespannt, wenn er von der Arbeit kommt. Dann sinkt er erstmal so richtig schön rein in den Boden und dann hat er schon noch einen an dem Tee. Das ist ganz furchtbar mit dem. So, macht nur Probleme, der John. Was haben wir hier? Playing Cards. Puffball Mushroom. Toll. Wildschweinpelz. Ja. Fell. Ja, nette Sachen. So, John. Lauf. Lauf, John. Lauf. Und was war jetzt das Fragezeichen? Das war einfach eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Wahrscheinlich diese Playing Cards. Kann oder das, ja. Gibt es so Sammelobjekte? Keine Ahnung, man weiß es nicht, gell? Sowas haben wir noch nicht entdeckt. Nee, man wurde auf jeden Fall nicht darüber aufgeklärt, ob es so etwas gibt. Nee. So Nebenquests und so gibt es eigentlich auch keine, ne? Also, dass mal irgendwie sowas kommt wie, sammle mir diese 35 Adlerfedern, damit ich dir daraus einen Kopfschmuck basteln kann, der deine Genauigkeit beim Fernkampf um 6% erhöht. Zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Nee, oder eine neue Kriegsbemalung. Die haben wir immer noch nicht. Das ist total schade. Man wir brauchen man die? Eine. Auf jeden Fall. Ich meine, wie können wir hier Chief sein ohne eine ordentliche Kriegsbemalung? Geht gar nicht. Das ist nicht gut. Solange wie es noch dunkel ist, nehme ich jetzt mal kurz noch das zweite Camp hoch. Oh, das wird eine Folge mit einem Doppelmassaker.
Ich massakriere die nicht. Ja, schon auf eine Art. Schon, man geht hin, schneidet ihn zweimal in den Bauch, dann tritt man ihn in die Kniekehlen, beschüttet sie mit psychoaktiven Substanzen. Sie haben sich nicht beschwert. Er hat nichts geäußert. Er hat nichts geäußert. Das kannst du viel besser als ich. Okay, ich lasse das lieber. Aber nur eine von ganz wenigen Dingen, die ich besser kann. Ja. Leute imitieren. Sprachen. Wen soll ich imitieren? Nenne jemanden. Geil. I can be useful. I can be useful. You can be useful, then how? Wait, here's my belongings. Right there. I told you what I know. Taking cover. Ja. Oh, jetzt knallen sie sich gegenseitig ab. Da war man, glaube ich, ein bisschen zu vorschnell jetzt. Ich habe drüber nachgedacht, wen du nachmachen könntest. Es war auch blöd, dir in dem Moment diese Frage zu stellen. Britney Spears. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie Britney Spears klingt. Ich auch nicht, deswegen jetzt mich interessiert. Helge Schneider. Ja, das machen wir, glaube ich, eine extra Folge mit. Sebastian imitiert Leute. Nice. Ich glaube, den hat's. Oh Gott. Achtung. Er ist aggro. Oh, der Tannis. Da hat er sich einen Pfeil mit der Leber eingefangen. Uiuiui, das sind doch mehr als gedacht. Ja, es ist ein etwas größeres Camp. Vielleicht sollten wir uns noch mal kurz strategisch zurückziehen, weil das sind wirklich noch 3-4 Leute, das wird ein bisschen schwierig. Ja, ich setz das hier aus. Ein bisschen Zeit. Ah, du bist zu nah, glaube ich. Warte mal ab. Ich warte hier einfach ein bisschen, die beruhigen sich schon wieder und gehen die wieder schlafen und dann versuche ich es nochmal. Guck, der eine denkt sich schon wieder. Der ist schon wieder müde, der gähnt. Ja, das war's für heute. Guck, da geht er. Ah, doch nicht. Mal abwarten. Ich würde sagen, in der nächsten Folge. In der nächsten Folge versuchen wir es nochmal. Mhm. Was hältst du davon? Ja. Finde ich gut. Und deshalb würde ich sagen, das war jetzt ziemlich viel Gewalt. Und es reicht auch. Ja, genau. Ab einem gewissen Punkt reicht es mit Gewalt. Und dieser Punkt ist jetzt erreicht. Vielen Dank fürs Zugucken. Und in der nächsten Folge heben wir dieses Camp derartig auf und drehen das auf links, dass es sich gewaschen hat. Das wird geil. Hier sieht man schon, die Leute sind aufgescheucht, sind nervös. Sie sind aufgescheucht, ja. Und das zu Recht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.